Schiogorath-förmiger Bernstein. Endlich ist es bekannt, was man daraus machen kann. Die Atronachenschmiede an der Akademie von Winterfeste in der Müllgrube. Wir gehen ran an den Opferstock und legen rein. Ein beschädigtes Buch, nicht verwechseln mit einem verbrannten Buch, ich verwechsle die immer. Glückseligkeitskäferbrust, Schiogorath-förmiger Bernstein und Säbelzahntigerpelz. Wenn wir also jetzt am Zugeisen ziehen, entsteht ein Buch, Stada, beschwören, ich erinnere daran. Stada ist die goldene Heilige, die Dienerin von Schiogorath. Am Ende der Quest reden wir mit ihr zum Beispiel und treffen die Entscheidung, welches der neuen Gegenstände wir ihr geben sollen. Also gibt ihr nicht diesen Bernstein. Also nachdem wir das Buch gelesen haben, gehen wir in die Beschwörungen. Stada beschwören und wir sehen hier Stufe Meister. Das ist ziemlich krass. Sie ist sehr stark und bedenkt, diese Quest können wir eigentlich schon am Anfang des Spiels machen. Das ist die Quest, die wir bei dem Khajiit Rishad bekommen. Rishad finden wir zum Beispiel am Weißlauf oder am Markart. Er pendelt zwischen diesen beiden Städten. Und denkt dran, obwohl ich hier Skyrim Anniversary Edition spiele, kann man diese Quest auch in Skyrim Special Edition machen, denn die Erweiterung mit den goldenen Heiligen und den dunklen Verführern haben alle Besitzer von Skyrim Special Edition kostenlos dazu bekommen. Eine andere Möglichkeit ist, wenn man den Schiogorath-förmigen Bernstein zum Beispiel mit einer Papierrolle und mit Holzkohle reinlegt. Das empfehle ich aber nicht mit dem Schiogorath-förmigen Bernstein zu machen, denn ihr bekommt dann nur einmal die Rolle Stada beschwören. Da ist sie unter Rollen. Der Vorteil ist natürlich, dass man kein Mana dafür verbraucht, was sehr gut für die niedrigen Level geeignet ist oder wenn man kein Magier ist. Aber der Nachteil ist, man hat jetzt den Schiogorath-förmigen Bernstein verbraucht und das war's dann. Man wird Stada nicht mehr beschwören können. Man kann es aber anders machen. Man legt lieber normalen Bernstein rein. Von dieser Zutat kann man ja so viel wie man will bei den Khajiit-Karawanen kaufen. Ansonsten Holzkohle und Papier rollen und dann startet man eine Produktion. 1, 2, 3. Hatte ich Zutaten dort drin. So, somit habe ich jetzt 3 Rollen. Ja, das ist einmal Heilige Kriegerbeschwörung, dann Heilige Bogenschützenbeschwörung und das waren glaube ich genau 2-mal Krieger. Also das ist so ein bisschen random. Das ist dann dafür geeignet, dass man auf niedrigen Leveln schon solche mächtigen Begleiter beschwören kann. Wie gesagt, man verbraucht dafür kein Mana, das heißt, man muss kein Magier sein. Und es ist sehr aktuell für den Überlebensmodus, denn wir wissen, wenn einer müde ist zum Beispiel, dann wird die Magie, die magische Kraft geringer und man kann dann trotzdem nichts mehr beschwören, obwohl man eigentlich genug Mana dafür hätte. Okay, ich hatte aber ein paar außergewöhnliche Zutaten drin und jetzt zeige ich nochmal, wo man diese findet, beziehungsweise ich erinnere daran. Die entsprechenden seltenen Zutaten, die mit dem DLC Goldene und Verführerinnen dazugekommen sind, finden wir zum Beispiel in Einsamkeit. Da ist der Ausgang und da ist der Eingang in die Kanalisation. Hier drin in der Kanalisation fand ja die Quest statt, also hier finden wir dann die Zutaten. Ich kann es fast schon schmecken. Und der kann sie fast schon schmecken, Cole. Cool. Au. Und Schiogorath-förmiger Bernstein liegt dann am Ende der Quest hier auf dem Tisch. Den können wir dann mitnehmen. Denkt dran, dass wir dann später entweder den Schiogorath-förmigen Bernstein oder andere Gegenstände an Stada abgeben können. Stada ist übrigens auch aus anderen The Elder Scrolls Teilen bekannt. Zumindest war sie auch in The Elder Scrolls 4 Oblivion dabei bei dem DLC Zitternde Inseln. Aber das ist noch nicht alles. Gleich hier in der Nähe nicht vergessen, auch die nächste Zutat einzusammeln. Ich habe die schon auch eingesammelt, ansonsten sind es mehrere hier zu finden. Bei mir ist es ja jetzt nur einer, weil nur einer immer nachspawnt. Das ist Glückseligkeitskäfer. Und von dem bekommen wir eben die Käferbrust. Sollten die Käfer bei euch irgendwie nicht aufzufinden zu sein, dann kann man versuchen, diese Zutat auch bei Rishad zu kaufen. Die Khajiit-Karawanen haben öfters mal die Zutaten, die hier zu finden sind. Was die anderen Zutaten angeht, Kohle kann man zum Beispiel bei Schmieden kaufen, wie zum Beispiel bei der Schmiedin in Weißlauf.
Säbelzahntigerpelz kann man auch bei den Gemischtwarenhändlern kaufen, wenn man keinen Bock hat zu jagen. Beschädigte Bücher und Schriftrollen, die kann man in alten Nordruinen finden bzw. in Festungen. Zwei Schriftrollen liegen zum Beispiel in Weißlauf bei dem Hofmagier auf dem Tisch. Das sind übrigens nicht alle interessanten Sachen, die man an der Atronachenschmiede machen kann, die mit Anniversary Edition dazu gekommen sind. Man kann zum Beispiel einen mächtigen Eileidenlich erschaffen und wie man diesen macht, dazu verlinke ich ein Video oben rechts. Man braucht dazu einen Wölkenstein. Bedenkt, dass das mit dem Eileidenlich aber dann nur mit Anniversary Edition funktioniert und das hier geht auch mit Special Edition. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und ciao.